Ja, bisher geht's ja. Bisher geht's ja. Es war nur so der erste Schlag, der mich ein bisschen erschreckt hat. Der Kampf hier ging eben ja doch gar nicht mal so. Level 45. Ich speichere auf jeden Fall einen Speicherpunkt vorher. Ah, ich könnte mich sogar wegporten. Ja, dann speichere ich hier definitiv einmal. Ich sehe eine Marke, ey. Weißt du das eigentlich? Wieso? Im Kampf so. Oh Scheiße. Oh Scheiße, ich ging einen drauf. Ja, ging ja eigentlich, ne? Ja, es Ah. ging dann ja doch. Das war dann doch einfacher als gedacht. Ja, schon klar. Ja, es war dann doch gar nicht so schwer. Oh, 50, 52. Komik. In dem Gebiet auch ordentlich. Ich denke mal. Also, wissen tue ich's nicht. Ich habe hier schon ewig keine mehr gesehen. Wo ich drauf geachtet habe, aber Eulen hatte ich jetzt nicht mehr gefunden. Stimmt, ein paar Eulen fehlen uns noch. Aber dann müsste ich die Gebiete wieder abgrasen. Jo, klappt doch. Der Endboss wird wahrscheinlich knackig, aber sonst. Ja, wenn es gar nicht geht, gehe ich rein. Aber ich glaube, das packen wir. Ich werde nur vorher auf jeden Fall einen Händler nochmal aufsuchen müssen. Ich glaube, das könnte das mit den Items etwas schwach schwierig werden. Ich will deinen Optimismus. Was? Ich liebe deinen Optimismus. Gerne. Ja. Der ist gut. Ja, auf jeden Fall. Nee, wir packen das. Ja, natürlich. Natürlich. Wer würde denn das Gegenteil behaupten? Ja, glaubst du einfach, wir schaffen das nicht? Natürlich schaffen wir das. Ich meine, ich muss es ja nicht schaffen. Du schaffst es. So, du musst es mit ertragen, du bist jetzt im Voice. Ich hätte es auch so ertragen. Sagst du so? Sion und ihre Wumme immer. Ja, sei froh, dass ich nicht die andere ausgerüstet habe, die. Oh, ich habe da glaube ich noch. Ah ne, das ist schon ausgerüstet. Glaube ich. Sehr froh, dass ich nicht diese komische Kanonenkugel da ausgerüstet habe. Also ausgerüstet ist sie, aber nicht sichtbar gemacht habe. Really? So, mit den weißen Kleidern hast du es ja echt, ne? Ja. So, das ist vom Spiel her. Das habe ich bekommen. Ist jetzt? Ja, das ist vom Spiel her. Okay. Das kriegst du durch die Story. Das ist das Ah. Jungfernkleid. Was ich natürlich auch nicht ausziehe, weil es blaue Federn hat und einen blauen Saum. Und ich liebe blau, gold, weiß. Das ist eine geile Farbkombi. Ja, wir haben mich. Wir haben eben auch so einen Gardinenladen, der das auch. Ich hätte auch noch. Warte. Nein, mach einfach. Hier, das hier hätte ich Nein. doch noch. What the fuck? Das ist Klempner? schwarz. Aber das finde ich gerade nicht passend. Das Oh, das passt ist ja auch fast. nicht. Das ist ja fast ein Negligé. Das hier habe ich die ganze Zeit getragen, deswegen möchte ich was anderes. Könnt ihr halt auch wieder einen auf Kriegsmeid machen, Ist so, aber. Mappa. Ist so. Ist echt so. Hallo? Schuluniform, das würde natürlich auch noch gehen. Ja, aber Blau-blau. Engard, noch weniger an geht nicht, ne? Ey, sag mal. Hä, was? Sie hatte Nee, Strumpfhose an, sie hat geile das Schuhe an. davor. Das davor. Das ist Schwimmkleidung. Ganz ehrlich, willst du dich zum Schwimmen etwa mit Pulli und dicker Winterjacke und dicker Hose anziehen und zum Ich finde Schwimmen? nicht, dass das aussieht wie eine Schwimmkleidung. Entschuldigung. Königliche Schwimmkleidung. Das ist ein Badeanzug mit dem Jäckchen drüber. Sag mal, also Ja, jetzt mach das unglaublich. fertig. Komm, los. Wir essen zeitig. Ja, scheinbar nicht. Sie hat mehr einen als Borat, ja, eben.
Ich könnte hier auch als Russin gehen. Könnte ich auch machen. Einfach nur ein reines weißes Kleid. Aber nee, wir bleiben bei dem hübschen Zwirn. Sie wird jetzt auch bis zum Ende nichts anderes tragen. Sie, das ist das Kleid, das... Nee. Eins meiner Lieblingsoutfits. Das andere trägt die nicht. Chill doch mal deine... Hey. Hast du irgendwie gesoffen oder was? Nee, Tinte. Ah, okay, ja gut, das erklärt's. Ich finde es irgendwie witzig, dass sie so ein hohes Level haben, aber so mega easy sind. Ich hab hier ein bisschen Angst. Könnte der fliegende Gegner bitte wieder nach unten kommen? Danke. Oh, besser, wenn du einen auf den Sack bekommst. Zack, zack. Nee, zack, zack, zack. 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 Achte auf deine Wortwahl. Zack. Ja, ach genau, achte auf deine Wortwahl. Richtig. Sie sehen, sind sie nichts mehr. Vor lauter Effekten. Ja doch, treffe ich. Schön aus. Die Effekte? Ja. Ja, die haben was. Nur du siehst halt echt nichts. Vergleichbar mit FF14. Wenn alle mit ihren Effekten losliegen. Okay, klar. Das Problem ist, hier kannst du meine hier auch schalten. Ich wüsste es ein bisschen so. Aber ich glaube, es wäre auch langweilig, wenn man es aufschaltet. Ich kann schon wieder schalten. So. Es werden immer mehr Vögel, habe ich so das Gefühl. Aber sie scheinen gar nicht schwer zu sein, obwohl so gefühlt 10 Level höher sind. Ich beklag mich nicht. Kommt ihr bitte vom Himmel wieder runter? Ich hab das Gefühl, ich töte einen Vogel und es kommen 3 neue. Frag mich auch gerade, wie lang dieser Fahrstuhl geht. Der unendliche Fahrstuhl. Er hat kein Ende. Das war schlecht. 3 Jahre später und sie kämpfen immer noch im Fahrstuhl. Es sind immer nur 3 Vögel. 3 Jahre später, alle 3 Jahre. Also wie alle so. Nee, warte mal, in 3 Jahren bist du. Ja, 50. Ich bin 42. Ja, passt. Ouch. Und kommt schon. Kugel tot. Okay, sie spawnt tatsächlich immer wieder. Ich gucke, sobald wir hier irgendwann mal raus sind, kann ich auch hier in den Chat gucken. Ich gebe jetzt einen wunderschönen Abend. Gabi. Oha. Wir kämpfen uns hier durch. Achso, ich habe was anvisiert, okay. Ich habe hier so eine komische Killerbiene. Ey, aber weh, es gibt dafür keine Fähigkeiten, Punkte und Mass. Dann hören sie von meinem Anwalt, den ich nicht habe. Oh, ist das nur noch eine Biene da? Ja? Doch, es ist nur noch die eine Biene. Mein Gott. Könnte es sein, dass wir am Ende dieses Fahrstuhls sind? Ja. Der andere
also jetzt nicht recht mit. 141 nur. Ey, aber Level 46. Das ist schon mal... Das ist doch schon mal was. Jetzt ist sie wieder was. Sie ist die Luft. Obacht, das verlauf dich nicht. Bring was mit. Was hältst du denn? Was hast du denn da? Ja. Ja. Sag mir, was du willst. Sag mir, was du hast. Ich habe heute die Schnitzeltes gemacht, also da kann ich dir was von mitbringen. Oh ja, das wäre gut. Ja. Wann wird's denn geliefert? Ja. Ich hoffe, auch keinen Pflaumen drauf. Wäre es nicht mehr so gut, glaube ich. Weiß ich nicht. Vielleicht schmeckt es gerade dann besonders gut. Nee, glaub mir, nein. Nein. Na nein. Gut. Ja, dann und nicht. Das ist extrem gesundheitsgefährdend. Nein, nein. Du willst einfach nur nicht teilen, gib zu. Ich will teilen, komm doch her. Ja, das ist gerade ein bisschen schlecht, ne? Also wenn, dann müsstest du es mal vorbeibringen. Das ist aber gerade auch ein bisschen schlecht. Ausrede! Schiebung! Ach, du mit deiner Schiebung, ey. Schiebung! Das hat sie echt angetan, ne? Ohne Scheiß, die heißen echt Killerbienen. Ich hab das eben nur zum Spaß gesagt, ne? Die heißen ernsthaft Killerbienen. Ich hab das nicht... Okay. Papa, ich möchte es nicht streicheln. Ich möchte es nicht streicheln. Aber kannst du sie streicheln und ihm meinen Namen geben. Oh ja, das wäre toll. Das eine pelzige Ding nennen wir dann, Gustav. Das andere pelzige Ding, Gertrude. Und wie nennen wir denn das dann das Kind von den ganzen pelzigen Dingern? Stimmt nicht mit dir. Was stimmt nicht mit dir? Auf was denn? So eine kleine Pilzzucht. Ja, mach doch. Ihr habt doch einen großen Garten. Aber eine Pilzzucht. Und die sind dann so schön flauschig und die kannst du dann auch mit ins Bettchen nehmen und. Bis gleich. Ich glaube, wir haben Kaya verloren. Kaya wird, glaube ich, nicht mehr freiwillig ins Voice kommen. Wir haben Kaya vergrault. Jetzt erst recht. Hey, aber wir kriegen gut EP dazu. Ist doch schon mal was. Es ist, wir haben Kaya verloren. Mhm. Okay. Vorhin ist es erst, ne? Ja. Müssen wir noch ein bisschen weiter rumlaufen. Ein Wutwolf. Die haben wohl zu viel Wut im Bauch. Die Wutwölfe. Boah. Wolf. Ja, kein Ding ab. Ich habe eben das Zeichen schon gar nicht mehr gesehen. Ich habe es nur am Kling erkannt, dass wir da diesen Angriff machen konnten. Alter, was haben die teilweise jetzt für Angriffe? Das ist aber echt unheimlich. Ich find's toll. Okay, den werden wir wohl sofort töten, ja. Das ist ein Wert.
Ja, aber wenigstens haben wir gleich die 47. Ist doch auch schon mal gut. So, da gehe ich gleich runter. Platinstück. Okay. Oh oh. Großer böser Wolf. Na komm, wir versuchen es. Sollte eigentlich klappen. Vom Level jetzt nicht so großer Unterschied. Ja. Nein, das war dumm. Egal. Jetzt ist es zu spät. Fußbrecher. Die Sachen draufhauen. Autsch. Alter, eigentlich besteht alles nur aus irgendwelchen Kombos. Ja, sehr gut. Ich habe hier gar keinen Effekt gerade gehört. Aha. War wohl nicht mit deinem Angriff. Okay, wir haben ihn gleich. Okay, gleich die ersten 47er vom Level. Und eine Hundeweste. Hundeweste. Warum hast du kein... Warum auch immer er keinen Börder. Ja, jawohl. Er hat jetzt trotzdem überlebt. Eigentlich bietet das sich ja an, ne? Allein wegen der Fertigkeiten-Punkte. Ich möchte eigentlich erstmal den da haben. Na komm. Keine Punkte hier verschwenden lassen. Bringt uns ja im Level weiter und mit den Punkten. その調子で続けて。あ、切れてやる。私も援護するわ。ヤマタロウのキムゲート。
Und die erste 47er. Hallo. 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 Wir haben Kaya doch nicht verloren. Kaya ist so viele zurückgekommen. Glaube ich. Ich habe mich doch abgemeldet. Ja, nein. Ja, doch. Wir dachten, dass du vielleicht einfach, ja, einfach geflüchtet bist. Nein. Ja, Gott sei Dank. Es hätte ja sein können, dass Küche ein anderes Wort für Alter, ich muss hier weg ist. Discord verlassen, ne? Ja, nee. Ja, doch. Als Alibi. Weißt du, dass man nicht unhöflich sein will, dann trotzdem drin bleibt, aber dann halt sich verprügelt. Das ist genau wie manche ja. Was stimmt nicht mit dir? Was stimmt nicht mit dir? Och, eigentlich so vieles. Dann hätte ich ja komplett alles jetzt hier ausgepackt. Nein, kennst du das nicht? Manche lassen doch auch ihre Jacke oder zum Beispiel ihre Briefkasse oder irgendwas lassen sie da. Fliehen oder gehen dann halt aus dem Küchenfenster oder dem Toilettenfenster oder sowas, flüchten dann, um dann mit der Person keine Zeit mehr zu verbringen und dann. Ja? Sagen sie, oh ja, sorry, ich musste los und na. Schiebst du für Filme? Ich weiß nicht, das war tatsächlich in einem Film gerade. Was hast du für Filme gesehen? Du guckst so viele Agentenfilme, glaube ich. Nee, eigentlich sind das immer so Weiterfilme. Mit Herzschmerzen und sowas. Und da passiert sowas. Manchmal, nicht immer. Level 47. Och komm, ja, wenn wir weiterhin so leveln, ne? Dann wird der Boss ja easy. Sina, hörst du mal auf damit? Danke. Ich habe in der Zeit, wo du weg warst, 2 Level geschafft. Und das durch. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5 Kämpfe. Autsch. Sollst du mir sagen, es bringt dir Glück, wenn ich nicht da bin? Nö, ich wollte einfach nur sagen, was ich in der Zeit geschafft habe. Okay, gut. Aber selbstverständlich, natürlich. Ja, mehr wollte ich doch gar nicht sagen. Und dann steht der Boss mit Level 70 vor dir. Na, der Boss wird definitiv Level 60 sein. Das glaube ich schon. Dass der Endboss Level 60 sein wird. Das ist bestimmt Garland. Garland. Oder Seymour. Ja, genau. Von FF10 oder FF1 einfach mal. Oder? Sephiroth. Sephiroth. Er ist der beste FMF-Gegner überhaupt. Und der nur noch 13 Level. Ja. Oh, was ist denn da? Was steht denn da? Na, willst du kuscheln? Willst du kuscheln? Ja komm, lass uns kuscheln. Komm in meine Arme. Hi. In welchen von seinen Armen willst du denn? Hat er nur 2. Links oder rechts? What? Eine Erde. 2 Arme und mehrere Scheren. Okay, in welche seiner Scheren willst du? In die rechte. Das ist übrigens eine zerfleischende. Ich bin Linksscherer, ich bin Linksscherer. Das ist übrigens eine zerfleischende Gottesanbeterin. Der sieht aber nicht köstlich aus. Ist eine Sie. Ist eine Gottesanbeterin. Gibt auch männliche Gottesanbeterinnen. Nein, das ist eine Sie. Hast du nicht aufs Hinterteil geachtet? Nein. Ich bin nicht so versorgt wie du. Wieso? Forscher müssen doch auch aufs Hinterteil achten, um zu gucken, ob es männlich oder weiblich ist. Du ein Forscher? Nein, bist du nicht. Weißt du das? Ja, weiß ich. Nein! Doch. Vielleicht habe ich dir nicht alles erzählt. Ist das Indiana Jones oder was? Ja, nee, das ist ja ein Archäologe. Insektenforscher sind ja keine Archäologen. Insektenforscher heißen irgendwie anders. Warte mal, ich guck mal, wie die heißen. Das wäre sehr lieb, ich weiß nämlich gerade tatsächlich nicht. Also, es gibt einen Namen für Insektenforscher, aber beim besten Willen, ich habe keine Ahnung, wie die heißen.
Dazu hätte ich, glaube ich, die dritte Staffel oder vierte Staffel von The Big Hill 2 noch mal gucken müssen. Da ist nämlich ein Insektenforscher. Oh. Ja, also hier steht einfach nur Insektenkunde oder Ethnologe. Ethnologe! Ja, das ist es. Ethnologen. Gratulation, du hast gerade die Akademie bestanden. Nee, ich bin gerade tot umgefallen. Die fressen ihre Männer nach dem Sex. Ja, auch richtig so. Oh, die fressen ihre Männer bei dem Sex. Ja, richtig so. Die wissen, wie es geht. Frisches Lauf! Froschus kann schon nicht mehr laufen. Froschus liegt oben. Ich bin so eine Mischung aus Spinne und Gottesanbeterin. Der liegt oben nur in seinem Kokon. Nee. Streich mal das Spinne. Du bist der größte Fucking bei Spinne. Und jetzt willst du dir das als Vorteil machen. Nein, allo, wirklich nicht. Ach, er lebt ja schon. Okay. Ja, gut, dass Froschus lebt. Nein. Ach so. Oh. Er lebt ja schon. Ethnologie, bei dem, wo ich geguckt habe, ja. Insektenkunde. Wieso haben die immer so komische Namen? Ja, irgendwie müssen sie sich ja, ne? Irgendwoher müssen sie ja komische Namen. Jedes Kind braucht einen Namen, ne? Ja. Die einen komischer, die anderen nicht. Achso, warte mal. Fähigkeitenmatrix, kann ich... Ich gucke jetzt gefühlt alle paar Minuten rein. Ja, da will ich aber erst den Großen... Kriegt halt so wenig davon, von den Punkten. Also falls wir zwischendurch Probleme kriegen sollten, mache ich vielleicht wirklich nochmal die letzten Quest, aber die 260er brauche ich halt eigentlich nicht anfangen. Weil die verkacke ich sowieso. Entomologe und nicht Entmologe. Habe ich Entmologe gesagt? Das ist dasselbe wie, es heißt nicht Leviosa. Das ist aber echt so. Leviosa. Es heißt Leviosa, nicht Leviosa. Ja, oder so. Ich kann das jetzt nicht so gut wie du. Ach, muss ich hier hin? Ich dachte, da geht's auch noch um den Weg runter. Das will ich jetzt wissen. Oh nö, weißt du, geht gar keinen Weg runter, okay. Weißt du, was ich mir vorgenommen habe? Hm? Nicht ins Voice. Und wo bin ich jetzt? Für heute oder allgemein? Nee, für heute. Achso. Hat ja gut geklappt. Ja, ich wollte gerade sagen, Gratulation an mich selber. Wieso wolltest du denn heute nicht ins Voice? Weil es eigentlich für mich keinen Grund gab. Stimmt. Oh. Aber okay, hey, so kannst du durchhalten. Aber jeder mag Klugscheißer. Ich mag Klugscheißer auch. Daher Klugscheißer auch gerne rum, also von daher. Stimmt. Ich weiß. Ist bei dir aber auch besonders einfach. Ja, also wenn du halt dumm bist, dann halt doch kein Recht hast, ne? Dann ist es halt wieder so. Soll ich dir mal aufzählen, bei wie vielen Mal ich jetzt in den letzten Tagen, wenn wir im Voice waren, Recht hatten? Soll ich dir das mal aufzählen? Welches Thema bezogen? Final Fantasy, heute die Pommes. Oh mein Gott, ja, ich habe einen kurzen Blick drauf geworfen. Entschuldigung. Wie kann man eine Rippelpommes mit einer Nudel verwechseln? Ja, das war mein Fehler, das ist richtig. Aber komm, diese komischen Frikadellen, das hätte keiner erkannt. Das sah für mich aus wie so. Ja, aber gut, bei den Frikadellen habe ich auch eingelenkt. Bei den Frikadellen habe ich gesagt, gut, okay, kann. Ne? Das hätte man wirklich anders deuten können. Aber hey, zum die Pommes. Aber zum Feldsalat hast du nichts gesagt, da hatte ich recht. Ja, der Feldsalat war ja auch richtig. Ja, das weiß ich. Warum soll ich zum Feldsalat was sagen, wenn es richtig ist? Ich weiß ja nur darauf hin, wenn es falsch ist. Ja, ich habe nur mal kurz einen Blick drauf geworfen und so, oh, okay, sieht aus wie Müll. Nein, es waren keine Nudeln, Entschuldigung. Es waren Pommes! Wie kannst du mein absolutes Lieblingsgemüse Nudeln nennen? Wie? Es sind Pommes!
Einfach. Ich kenne auch Leute, die kochen ihre Spirellis so breit, dass sie aussehen wie Pommes. Aber ich nicht! So gut müsstest du mich kennen. Und dann deine, diese komischen Mini-Frikadellen. Nee, ja, ja, wie gesagt, bei den Mini-Frikadellen habe ich eingelenkt. Habe ich eingelenkt. Hätte man noch anders sehen können, aber es sind Mini-Frikadellen gewesen. Leckere Mini-Frikadellen. Noch irgendwie zurückgeschnitzt? Nur eigentlich nicht. Eigenartig. Also die waren eigentlich schon so in der Verpackung. Ich hab da eigentlich nichts mitgemacht. Pommes ja, sind Gemüse. Naja, Kartoffeln sind. Ja, Gemüse. Da Pommes in der Regel aus Gemüse bestehen. Also aus Kartoffeln und Kartoffeln sind Gemüse. Jetzt ohne Scheiß, wenn du jetzt in Frankreich irgendwo essen gehen würdest und du würdest jetzt als Deutscher sagen, ja, wo ist meine Beilage? Ja, dann sagen die da. Ist richtig, weil Kartoffeln essen Gemüse. Die ist eine Beilage. Und es ist nicht falsch. So. Weil ist halt so. Ja, eben. Eine Kartoffel ist ja kein Fleisch oder so. Nö. Oder Reis oder. Pumpe Teer, Pumpe Tee oder was weiß ich, was da noch alles gibt. Da ist ein großes, fettes Viech. Ein Kaja! Lauft um euer Leben! Danke. Baby, dich nicht so fett. Ich hab dich auch lieb. Ja, wer nicht? Ein heiliges Gewand. Okay, nee. Du kriegst das heilige Gewand. Nicht du kriegst das heilige Gewand. Aber Mappa, nochmal zu deiner Frage. Nein, also jetzt Pommes direkt. Ist, ja, ist fragwürdig, aber Kartoffeln ist definitiv Gemüse. Deutschland zählt die Kartoffel streng genommen nicht zum Gemüse, sondern zu den sogenannten landwirtschaftlichen Kulturen. Ja, aber eine Kartoffel isst du mal Gemüse. Als was willst du eine Kartoffel sonst bezeichnen? Kartoffel ist kein Fleisch. Kein Getreide. So gesehen, bei den Deutschen ist es so, wenn du was hast, du kriegst ein Stück Fleisch, du kriegst Kartoffeln und dann kriegst du noch eine Gemüsebeilage. Ja, das ist richtig. Aber eigentlich wer isst denn dieses Grünzeug? Ich esse meinem Essen nicht das Essen weg. Ja, so. Warum? Hast du doch vorhin auch gemacht. Feldsalat? Psst. Ui. Na gut, dafür hatte ich aber wenig Pommes. Aber im Restaurant ist der Salat das, was ich am meisten liegen lasse. Also wenig Nudeln gehabt, ja. Im Restaurant lasse ich tatsächlich meistens den Salat liegen. Vor allem, wenn man sagt, ja, ich hätte gern keine Beilage, weil meine Beilage liegt schon auf dem Teller. Nee, der Salat zählt tatsächlich nicht als Beilage. In vielen Restaurants tatsächlich schon. Mit zur Vorspeise. Das ist dann halt so ein Vorspeisensalat, oder? Ja. Naja, aber nicht der Salat, der gleichzeitig mit dem Hauptessen da kommt. Das zählt meistens dazu. Wenn zum Beispiel Schnitzel mit Pommes und Salat ist, also, okay, gut. Ist der Salat die Beilage und nicht die Vorspeise. Nein, dann natürlich nicht. Aber wenn du beim Griechen bist, da kriegst du ja den Salat quasi direkt als erstes, ist die Vorspeise. Nee, beim Griechen kriegst du erstmal einen Uso. Den Uso kriegt. Na gut, doch. Bei manchen kriegt man den Uso direkt am Anfang und am Ende. Bei manchen nur am Anfang. Und bei manchen nur am Ende. Das ist vom Griechen zu Griechen unterschiedlich. Hä? Wir hatten damals hier eine Grieche, da hast du egal. Kommst du rein, kriegst ein Oso. Isst du was oder nicht, kriegst ein Oso. Gehst du raus oder nicht, kriegst ein Oso. Also da, wo ich, also als ich bei meinen Eltern noch gewohnt hatte, der Grieche, da gab es auch durchgehend Uso. Du hast eigentlich im 15-Minuten-Takt hast du ein Uso gekriegt. Ich war Kind, also ich hab da nicht runtergelitten. Gehst rein zum Essen, kommst besoffen raus. Geile ja. Sache. Ist aber echt so. Bei dem Griechen, wo ich mit meinen Großeltern war. Beim Griechen, wo ich mit meinen Großeltern war, da gab es zum Beispiel nur zum Anfang und zum Ende. Und dann gab es mal einen Griechen, da war ich, glaube ich, nur mit Frisches oder mit einer Freundin. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Da gab es den Uso zum Beispiel nur am Ende. Okay. Da habe ich noch gefragt. Kein Uso am Anfang. Nee, das machen wir hier nicht. Okay, gut. Kennt man so nicht. Ich habe mal vor Jahren hier. Das heißt, hier bei uns heißt das Bonaka. Das ist ja so. Der Typ heißt Damir. Das ist so ein. Weiß ich nicht. Was ist der? Was ist der? Ui! Grieche, Ukraine, keine Ahnung.
Bei dem habe ich mal ausgeholfen und da auch die ganze Zeit in der Küche, ey, nur gesoffen. Boah. So, und zum Regen kriegen wir immer wieder Uso und ich muss immer fahren. Oh, das ist bitter. Das ist echt bitter. Nett. Aber lass das Auto einfach stehen und dann da, dann musst du nicht fahren. Aber wahrscheinlich ist es das Essen gehen dann ganz woanders. So dass man fahren muss. Alter, du kleines, ekelhaftes Drecksvieh. Wie cool, dass ich kein Auto hab. Ich muss nicht fahren. Ja, ich hab auch. Also, zumindest hab ich keinen Führerschein. Ich muss auch nicht fahren. Ich bin nämlich schon. Ich hab nur schon seit ungefähr. Boah, Gott. Gefühlte. Ja, fast. Boah. 18 Jahre kein Auto. Würdest du dir mal eins zulegen? Warum? Damit du mal hier öfters herfahren kannst und nicht auf andere angewiesen bist. Auch langweilig. Wir haben einfach von Matula fahren. Du hast auch Matula kennengelernt. Ja, wenn man das kennenlernen nennen kann. Weil er schweigsam wie so ein Felsbrocken. Ja, nun, er hat Kaffee getrunken. Wir haben Bier getrunken. Jetzt wäre ich auch schweigsam, wenn ich Kaffee trinken müsste. Siehste, du zwingst andere dazu, dass sie kein Bier trinken dürfen. Ja, er musste fahren. Ja, also. Du zwingst andere dazu. Ich wollte sicher zu Hause ankommen und nicht so auf der Autobahn so. Ja, aber. Aber. Auto stehen lassen ist schlecht, dann kommen die anderen ja auch nicht nach Hause. Ja, eben. Aber da musst du mal einfach sagen: Pass auf, Leute, heute trinke ich. Und ihr fahrt. Und gut ist. Na gut, vielleicht haben die anderen kein Auto. Vielleicht ist Mappa ja, die Einzige mit einem Auto. Das kann natürlich sein, das weiß ich jetzt natürlich ist nicht. Das ist richtig. Ein Elfenkristall. Die haben alle keinen Führerschein, ja. Siehste? Bleibt ja nur Mappa. oder sie fahren mit dem Fahrrad, aber stimmt. Das Problem ist, wenn du auf dem Fahrrad, glaube ich, erwischt wirst, mit einem gewissen Alkoholanteil, dann kriegst du auch trotzdem eine Sperre. Dann darfst du eine ganze Zeit lang keinen Führerschein machen. Dann kann dir auch der Führerschein entzogen werden, sofern du einen hast. Sofern du einen hast. Wenn du keinen hast, kriegst du, glaube ich, einen Eintrag. Und dann darfst du für eine gewisse Zeit keinen machen. Meine ich. Habe ich zumindest mal gelesen. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ist ja, also ich weiß genau, also ich weiß, es kann dir dann auch was angehangen werden. Inwiefern das jetzt ausfällt, weiß ich jetzt genau nicht. Muss ich jetzt passen, aber ich kenne mich. Ich das weiß auch nicht. Der ist so je nach Promille. Okay, ja. Halt immer, deswegen deswegen fahre ich halt zum Beispiel auch kein Fahrrad, wenn ich weiß, dass ich trinken gehe. Gut, durch Corona geht es nicht. Ich hoffe, wir keine Ahnung. Ich fasse nur mal ein Zweirad an. So ein Tretroller. Also wirklich zum Treten. Das würde ich anfassen. Dann nehme ich kein Auto mehr. Ein Bobbycar! Ich fahre einfach mit einem Bobbycar. Bobbycar. Ja, genau. Bobbycar, ich fahre mit meinem Bobbycar. Bobbycar, ich fahre mit meinem Bobbycar. Und das hätte ich auch als Alert reinnehmen können. Oder du machst es einfach so wie Andi, also hier mein Nachbar, der nimmt sich einfach das Auto von Uli, von seinem Bruder, also von Uwe. Mercedes. Von meinem Vater? Und fährt ihn einfach zur Schrott. Ich habe euch doch die Bilder gezeigt. Ja, ich erinnere mich. Man kann es auch einfach so machen. Kann man ja, in der Tat. Sollte man nicht. Kann man, aber sollte man nicht. Kann? Ja. Ja. Ey, Andi, der ist so bleifrei, ey. Dass der immer noch nicht im Knast ist, das wundert mich. Ehrlich. Ja, manche haben halt Lack, ne? Naja, so wie er zu mir mal sagte, wie die Richterin sagte, sieht er sie noch einmal, also sieht er ihn, also sieht sie ihn noch einmal da, ist Ende Gelände. Dann fährt er der Kaffeeberg in Schweden. Ah, gut, ne? Oh, ein B-Mod. Ne, ein Polykontrus. Ja, sag ich doch. Also ich muss feststellen, außer jetzt, dass eine Kaya-Modell
Ja, die Tür kam gar nicht so schwer. Ja, das große fette Viech, das wir eben bekämpft haben. Kaya ist ruhig, okay. Irgendwann ist passiert. Ich lese gerade was Mappa. Was hast du denn auf Mappa? Oder wenn ich fragen darf, was hast du rein? Autos kann ich nicht anfangen. Cool, reicht voll und ganz. Nee, ist ein schönes Auto. Ich hatte damals einen Honda Civic, den alten. Also, mal wieder. Heiler, könnt ihr mich bitte einmal wiederbeleben? Danke. Aber schön, wenn man nichts machen muss. Auch rottet irgendwo in irgendeiner Scheune. Immer noch. Ist selbst schuld. Oh Gott, da war ich 18, 19, da habe ich meinen Führerschein und mein Auto verloren. Den Führerschein habe ich wiederbekommen nach knapp 6 oder 7 Jahren oder so. Gott, was hast du angestellt? Ich bin besoffen gefahren. Das war natürlich in der Zeit, wo ich noch mit, da habe ich noch, also ich habe in Österreich gearbeitet, hatte in Leipzig meine Wohnung. Hier, wo ich mit Dings, hast du doch auch, hier, Cassiopeia. Ja. Yeah. Mit der war ich ja mal so mit Alexandra, weil da war das noch die Zeit und ja. Nee, den Lappen habe ich wieder, auch noch nicht das Geld für ein Auto. Ich meine, wenn ich mal meinen Eltern helfen muss, dann fahre ich mal den der Ford Focus, aber das Ding fährt sich wie so ein Panzer. Ey. Ja, lieber Panzer als zu Fuß, ne? Ja, aber das ist eine Scheiße. Junge, da passt irgendwas nicht. Nicht Ford Focus ist. Kannst du doch so einen kleinen süßen Kleinwagen rein? Ich weiß gar nicht, wie meine Mutter oder mein Dad damit klarkommen, ey. Oh ja, cooler Wagen, sehr zuverlässig. Ich so, ja, habt ihr den Arsch offen? Fast 48. Sehr schön. Ich nix 48. Ich 29. Nee, das glaube ich nicht. Du bist über 30. Du weißt, wie alt ich bist. Kaya holt sich einen Fiat Panda. Du, zuverlässiger Wagen. Du, mittlerweile denke ich so, Hauptsache es fährt. Und wenn es nur so ein Gerüst wäre, wo irgendwie ein Lenkrad und vier Reifen dran sind. Ja, aber der Wagen von deinen Eltern fährt doch auch. Und da sagst du zum Beispiel, nee, den würdest du nicht fahren. Ja, weil der sich... Ja, hallo, hast du mal einen Ford Focus gefahren? Ich kann nicht fahren. Das Ding ist echt für den Arsch. Ja, du hast aber gesagt, Hauptsache, es fährt. Und das Ding fährt ja. Da stimmt ja deine Aussage nicht, ne? Das ist aber nicht mein Wagen. Also den habe ich jetzt nicht standardmäßig auf dem Parkplatz stehen. Aber wenn es der einzige Wagen wäre, den du kriegen könntest. Auch geschenkt, zum Beispiel. Ja, dann würdest dann du wohl kaum Nein sagen. Nein, das ist richtig. Das würde ich nicht tun. Du hast ihn doch gesehen. Mein Dad hat mich doch damit zu euch gebracht. Das ist der Wagen. Ach der? Ja. Ja. Ich habe zu ihm gesagt, lass mich mal zwischendurch fahren. Ich mach das schon. Er ist ja so eigenwillig und ich bin... ich muss ganz ehrlich... Level 48. Ich bin ein guter Beifahrer. Ich hatte einfach meine Fresse. Ich lasse die Leute einfach labern. Scheißegal, wer es ist. So. Mach mal. Ist mir Level Rumpel. 48. Okay, dann hätte ich nur noch das da unten. Elefantenfuß kenne ich als smart. Verteidigung. Wenn du das meinst, Mappa. Das kenne ich unter Elefantenfuß. Ey, smart ist echt so. Oh Gott. Nee. Das ist ja wohl das Schlimmste. Hm.
Ah. Ja. Ist einfach so. An meinem Bruder der fetten Jahres ist ein schöner Wagen. Zwar auch klein, aber ist kein Elefantenfuß. Höherer Jahres. Schickes Ding. Level 48. Vier Level in dem Ding hier gemacht. Auch nicht schlecht. Ach du grüne Neune, es geht noch weiter hier. Was fährt denn deine Oma für ein Auto? Ja, oh, der will wieder was kuscheln. Fiesta ist, ja, das ist... Na schade, ich kann mich leider nicht an den Ziel zu beißen. Schleichen. Aber hey, es sind nur noch zwei bis zum schwächsten Bosschen da. In dem Gebiet. Zwei Level bis zum schwächsten Boss. Ich über Autos und du musst ja eigentlich noch kommen. Ja, wollte nicht. Ich hab ganz vergessen. Aber Mappa, was wirklich schlimm ist, Ford K, so der alte, das ist wirklich eine Krankheit, das ist kein Auto. Das Ding ist wirklich... Ich habe auch langsam abgeschaltet bei dem, was wir da machen. So. Aber eigentlich ist das gar nicht mal so schlecht. Du kümmerst dich um den Chef und ich spiele. Gute Kombi, sollten wir immer so machen. Danke, Mappa. Danke. Lief so gut mit dem Ausweichen. Alter. Ja, was war das denn gerade? Heile mich. Du kamst hier gerade echt so an, so verschrebelt, als wenn das irgendwie so ein Mikrofongeist gewesen wäre. Ich hab mir gerade Bin ein Mikrofongeist! Nee, das kann irgendwie so wirklich so. Na gut, ich hab ja auch. Gemacht. Kannst du nicht nochmal nachmachen. Okay. Ich krieg zumindest nicht mehr in der gleichen Tonlage hin. Das sind immer so komische Geräusche, die ich sogar zufällig mal mache. Aber hey, zwei Level und ich krieg das Biest schon deutlich leichter in den Boden gestampft. Gratulation. Heuschreckenkralle. Nett. Ja, Level 48. Ich hab gut aufgeholt hier. Also, scheiß was drauf auf Leveln. Das wird. Ach, du machst hier auch mit Level 1 Platz. Nee, das nicht. Ja doch, komm. Nee, das wirklich nicht. Ja, jetzt untergrabt man nicht deine Kompetenz. Aber das Problem ist, du kommst halt auch auf Level 1 gar nicht in die Speed rein. Ach doch. Nee. Du machst das schon nicht. Dafür kriegst du aber zu viele Zwangsgegner auf die Würde. Doch an dich. Naja. Okay, dann glaube ich halt nicht an dich. Sowieso nicht. Doch. Bin ich natürlich aus Überzeugung gesagt. Die gehen ja jetzt so schnell. Ja! Alter, wir kriegen auf jeden Fall noch die 49. Bam. Aber wirklich bam. Ja, das wird doch easy. Ich habe mir Sorgen gemacht. Oder scheiße, als wir hier reingegangen sind, habe ich mir echt Sorgen gemacht. Ich habe nur das Level von den Viechern gesehen und dachte, oh scheiße. Hast du dich immer irgendwie Sorgen? Nö, nicht immer.
Ich immer, aber immer öfter. Ausdauer. Ich muss hier gleich unbedingt lauter machen, bei den Kämpfen höre ich so gut wie gar nicht. Mach gut. Ich habe eben nur Schaden. Ja gut, und auch wieder. Oh, das hast du gehört. Komischerweise. Wenn ich will, kann ich zuhören. Aha. Ja, ich mach das nicht anders. Ich höre auch nur das, was ich will. Ja, das weiß ich. Ja, siehst du. Da du in der Regel eigentlich nie was hören möchtest, hörst du auch nie zu. Was? Ja, genau. oder man erklärt was. Hast du es verstanden? Ja, ja. Beim nächsten Mal. Nee, das hast du nie gesagt. Doch. Ist ja auch so, weil du es nie gesagt hast. Das ist ja einfach so. Du hast es einfach nur nicht gemerkt oder nicht zugehört. Also. Ich fasse mal zusammen. Ja. Ich muss los. Ich muss los. Oh, schau. Oh, ich sehe nur noch eine Staubwolke von Gaia. Also ich muss die einmal ganz kurz lauter machen. Da bist du. Nein, tu das nicht. Doch, ja, das geht ja nicht. Das sind noch die letzten 15%. Nee, tu das nicht. Mach das nicht. Im Stream hört man dich ja sowieso nicht auf volle Pulle. Da ist auf die Hälfte reduziert das Ganze. Was ist für deine Ohren oder wie? Nee, für eure Ohren. Also ist es um die Hälfte reduziert. Ihr hört alles minus 10,3 Dezibel leiser, als wie ich es hier auf dem Ohr habe. Ich kann nur noch weiter runtergehen, aber... Ich hab den Stream eh auf 0, weil sonst... Also sonst ey, da ist ja jemand bei dir im Voice. Ja, Mappa. Genau das. Wer? Welches Arschloch ist im Voice? Du. Wenn ich diesen Wichser erwische. Schön, dass du dich selbst beleidigst, das ist gut. Achso, oh. Ach. Fuck. Pass auf deine Wortwahl auf. Dass ich hier nur ärgere. Wobei, na gut, beleidige dich selbst, also. Also eigentlich, ne? Ja, aber gestern hast du den rausgehauen, ne? Festgefuckt. Das war ein Sprachversprecher. Ich fand den gut. Ja, ich fand den auch gut. Aber es war trotzdem ein Unfall. Ein Unfall? Ach, so nennt man das. Oh, Gott sei Dank, sie sind getrennt voneinander. Das ist gut. Da kann ich danach nochmal pinkeln gehen. Oh, ich hasse dieses Viecher. Ich stelle das jetzt mal bitte vor. Siehst du so richtig am Feind? Puh, puh, puh. Oh, da ist noch einer. Ach ja, der ist ja da hinten. Oh, da können wir eben pinkeln gehen. Ich hör mal vor, dein Charakter baut da so einen WC auf. Und haut sich dann erstmal auf den Schlüssel. Oh, auf mich zum Lachen zu bringen, ich muss echt dringend. Vorhin bin ich immer noch dabei, den Wein von gestern auszutrinken, den letzten Rest deiner Flasche war. Ist er nicht verschallt? Hä? Der von gestern? Ist nicht der, der im Glas gewesen ist. Das ist mir schon klar. Der in der Flasche ist. Hä? Nein. Ja, klar trinkt man den Wein noch am nächsten Tag. Was machen die denn im Restaurant? Glaubst du, da trinkt jeder den Wein aus? Nee, der wird am meisten zum Kochen benutzt. Also sprich, hier für Ablöschen oder für Soßen. Also ich kann nur von, na gut, es war... Ja gut, sie haben dazu auch Essen serviert, aber... Da, wo meine Mutter früher gearbeitet hat, bevor du noch mal unterbrichst, da wurde der Wein auch aufbewahrt. Wenn der an dem Tag nicht mehr leer geworden ist. Also. Ja, kommt drauf an. Vor allem, wo ist da das Problem? Du lässt den Wein doch nicht offen stehen. Ja, nee, das natürlich nicht. Und es ist ja auch kein Bier, was du einfach mal so am nächsten Tag dann einfach mal weiter trinkst, was du dann am nächsten Tag nicht mehr geschafft hast. Also Wein kannst du noch zwei Tage später trinken. Und schmeckt noch genauso. Meistens schmeckt er sogar besser. Wenn du ihn dann nochmal allzu Tage stehen lässt. Käse, wenn du ihn reifen lässt, schmeckt er auch besser. Es sei denn, der Käse hat dann schon Pelz entwickelt. Und dann ist er überreif.
Ja, das ist Edelschimmel. Ja, es gibt Leute, die essen sowas bestimmt. So, jetzt gehe ich aber wirklich einmal kurz pinkeln. Oh,